Geld erhöht oder hat unser Opfer etwas gegen ein bisschen Spaß? Überall Geschütze, ja, die sind alle schon aktiv und auf meiner Seite, ihr Lappen. Wenn ihr hier reinkommt und versucht, das Ding zu deaktivieren, seid ihr am Arsch. Zu deaktivieren, so. Ich könnte die theoretisch alle in die Luft jagen, wegen Erfahrungspunkten, ne? Naja. Ich höre hier was. Es klingt nach Ghoul, der irgendwas frisst. Ja. Und Geschütztürme. Ja. Infizierte Red-Ratte. Ich könnte jetzt plündern, aber da müsste ich die Tür aufmachen. Kein Bock drauf. Infizierte Red-Ratte. Ah, toll, neue Gegnerart. Maulwurfsratten reichen nicht. Ich hab Stolperdraht übersehen. Warum ist dieser Alien so realitätsnah? Was? Zur Hölle. So gelevelt, ihr Lappen. Okay. Ich wollte die ganze Zeit irgendwas leveln und ich habe vergessen, was. War es Ödlandflüsterer? Nein, es war nicht Ödlandflüsterer. Ich glaube, ich hatte Ödlandflüsterer schon gelernt. War es schwere Waffen? War es Glück? Nee, Glück geht ja gar nicht. War es Kronkorken? War es der blutige Tod? Was war es? 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 War es Robotik-Experte? Nein, es war nicht Robotik-Experte. War es, durch Sonnenlicht regenerierst du verloren gegangene Gesundheit? Nee, ich glaube, das brauche ich nicht. Körperschaden wird reduziert, nicht mehr abhängig. Dein Begleiter oder dein Hund verursachen mehr Schaden im Kampf. Warte, dein Hund hier. Genau, das hier. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch durch eine höhere Trefferchance im Wetz erhält. Dann kann er Körperteile verkrüppeln, da kann er Blutungen verursachen und ich halte 10% weniger Schaden, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Ja, ja, jetzt hab dich mal nicht so hin, du bist ja schlimmer als YouTube-Kommentare. Ja, stell dich mal nicht so an. Spüllappen. Ihr seid echt witzig. Persönliche Aufzeichnung des Scanners. Oh, gut. Persönliche Aufzeichnung. Wo ist es denn? Persönlich. P.E. Poseidon Energieschlüssel kann ich leider gar nicht wegwerfen. Da, sogar nur ein Holoband. Ach so. Willkommen zurück, Private Tyler. Ich habe keine Lust mehr auf die Gunner. Ich muss weg, hier weg. Klar, am Anfang hat es Spaß gemacht und war auch spannend, aber mittlerweile bin ich älter und will nicht mehr ständig Angst um mein Leben haben. Ich will einfach nur hier raus. Vielleicht verstecke ich mich eine Zeit lang in Good Neighbor oder versuche nach Diamond City zu kommen. An irgendeinen Ort, an dem ich wenigstens in Ruhe schlafen kann. Heute Morgen habe ich erfahren, dass der Sergeant gestern Nacht Davis hat töten lassen.
abgehört, der wäre wegen irgendeines frechen Kommentars vorgestern gewesen, was natürlich Quatsch ist. Genau aus dem Grund muss ich hier weg. Ich darf dieses Holoband nicht aus der Hand geben. Die würden mich auf der Stelle erschießen, wenn sie herausfinden, dass ich verschwinden will. Warum schreibst du es überhaupt auf? Ein Tag 3. Morgen steht eine Erkundungsmission an und ich weiß, dass es ein Feuerwerk geben wird. Es sind so viele Berichte über Supermutanten reingekommen, dass wir garantiert auf welche stoßen werden. Wenn ein Kampf ausbricht, könnte das meine Chance sein, mich zu verdünnisieren. Sie werden davon ausgehen, dass ich gefangen genommen wurde und es sich nicht lohnt, mich zu befreien. Ein Tag 4. Ja, Mann, ich bin raus. Ich hab mich in einem heruntergekommenen Gebäude ganz im Westen des Commonwealth versteckt. Ich warte, bis es dunkel wird, dann geht es weiter. Vielleicht bleibe ich sogar ein paar Tage hier, um zu sehen, was ich bergen kann. Ich muss nur auf jeden Fall einen Weg festlegen, der mich an den Ganon-Gebieten vorbeiführt. Ein Tag 5. Verdammt, ein paar wilde Ghule haben mich viel weiter nach Westen getrieben, als ich es wollte. Wenigstens ist die Gefahr gering, Leute aus meiner alten Mannschaft zu treffen. Hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich könnte ein paar anständige Verteidigungsanlagen errichten. Scheiße, ich habe was gehört. Ich dachte, der Ort sei verlassen, aber es klingt, als würde jemand um Hilfe rufen. Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Aha. Und so ist er dann hier gelandet. Das ist ja ziemlich weit nach Westen gelaufen. Warte. Ich habe gerade gedacht, das wäre Metall, auf dem ich stehe. Mach weiter! Scheiße, egal was du tust! Die Feuerprobe bestanden wir sowieso alle! Eichhörnchen ein bisschen. Ein Fusionskern? Verdächtig. Etwas gefahren. Mal sehen, ob er überlebt, was als nächstes kommt. Es lohnt sich überhaupt nicht, das Ding nach jedem Schuss nachzuladen. Bei der Geschwindigkeit. Obwohl. Nö, es lohnt sich eigentlich gar nicht, weil das lädt sowieso extrem lahm nach. Ich kann jetzt genauso gut leer schießen. Obwohl, das wär's. Was war ich hier? Wenn ich mit mir im Kampf keine Munition habe und ich muss nachladen, habe ich ein Problem. Obwohl, dann kann ich die Waffe wechseln. Sag mal, lässt du mich hier mal durch, du blödes Fettes? Ich kann hier nicht durch. Das kann ich ja nicht durch. Interessant. Hä? Irgendwas? Da war irgendwas. Irgendwas hat mich nicht durchgelassen. Irgendwas vom Geschütz oder sowas. Komm schon, Opfer, solange wir noch jung sind. Ist euch nicht langweilig? Sag mal. Also jetzt mal ehrlich. Ist euch das nicht langweilig, dass hier ein Opfer ankommt und das erledigt all eure Fallen und sowas? Galaktron-Bewacher. Genau damit habe ich gerechnet. Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Ah, nochmal einer. Linke Weltraumlaserhand?
Neue Roboter, neue Automatron-Teile in dem DLC? Das überrascht mich. Aber ich hätte auch... Okay. Hätte auch hier lang gehen können. Okay. Wieso ist die gerade eben nicht in die Luft gegangen? Oh nein! Wasser! Ah. Nicht das Wasser ist das Problem. Sondern das, was im Wasser ist. Was zum Teufel? Ich hab schon schnellere Pack-Ramen gesehen als die Stopper. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Mhm. So, wo ist Hund? Dogmeat? Dogmeat! Wo steht der Junge? Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Ich suche meinen Hund! Der kommt wahrscheinlich im nächsten Gebiet nach. Der kommt schon nach. Der kommt immer nach. Ihr seid ja witzig. Oh nein! Badezimmer! Wagen! Das ist ja... grauenvoll. Oh, Granaten. Da sind echt viele. Ach ja, Infektion, ne? Alter Falter, sind das für die Granaten? Das ist von nach dem Motto. Ich hab schon schnellere Packramen gesehen als die Stopper. So nach dem Motto, was ihn bisher noch nicht. Wenn er bisher noch nicht tot ist, dann ist er jetzt auf jeden Fall tot, oder wie? Lohnt sich das überhaupt für die? Jedes Mal die Waffe, die Fallen hier aufzustellen, wenn jemand durchkommt? Wahrscheinlich ist noch niemand durchgekommen. Also. Ah ja, okay. Also erstmal ehrlich, lohnt sich das überhaupt für die? Ah, Dogmeat. Na? Da glaubt wohl jemand, so schlau zu sein. Zeit für die harte Realität. Mal sehen. Erkundungsaufzeichnung. Warte, ich muss mal ganz kurz lesen, bevor du mich jetzt vollfaselst und vergiftest. Erkundungsaufzeichnung. Was haben wir hier? Ein Holoband. Sergeant Marx. Logbuch Tag 1. Ihn auf unser Opfer das Geist ausschalten, bevor es ihn ausschaltet. Scheint hier nicht mehr viel zu geben. Logbuch die Gebäude sind geplündert, obwohl die Red Rocket in allem Potenzial hat. Begegnet. Mit ein paar Ventilen lässt sich vergaffen, um nicht abhalten. War die Kugel nicht weg. Angeblich hatten Raider seine Familie an einen Ort namens Nuka World verschleppt, Sergeant aber Mark. Sie waren schwer bewaffnet. Logbuch Tag 3. Ich stecke in irgendeinen scheiß Irrgarten fest. Warte der mal. Typ, den ich sterben ließ. Sergeant Marx, Logbuch Tag 3. Was? Ich stecke in irgendeinen scheiß Irrgarten fest. Der Typ, den ich sterben ließ, hat mich wohl absichtlich hierher geschickt. Wahrscheinlich hat er mich verarscht und er war nicht mal verwundet.
Keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Hab nur noch ein paar Stimpaks. Die sollten beten, dass ich hier drauf gehe. Ansonsten bringe ich jeden Einzelnen um, der mit der Sache zu tun hat. Ganz besonders diesen scheiß Ansager. Ich auch, ja. So fühle ich mich auch. Ja, du kannst aufhören. Du kannst aufhören zu husten. Es gibt keinen Grund zu husten. So schlimm ist das nicht. Hier, da. Erstmal. Danke. Wenn ich jetzt wieder einen Schuss abfeuere, dann geht wahrscheinlich wieder alles in Luft. Geflüstert. Geschafft. Turbinenstatus überprüfen. Ne? Abgeschaltet. Aha. Mhm. Generatorenstatus derzeit abgeschaltet. Mhm. Töte es, Dogmeat. Töte es. Ist das? Töte es. Das heißt, die ganzen Ventile hätten nicht funktioniert, sondern einfach nur eine Kiste aufmachen, eine Tür aufmachen. Okay. Passwort für Versorgungsservice-Station. Aha. Technische Dokumente. Das war so mit der Grund, warum ich nicht zum Dienst. Das war so mit der Grund, warum ich nicht zum Ding gegangen bin. Zur Pritvan. Weil ich mir gedacht habe, hey, hier finde ich doch sowieso wieder irgendwelche Proben und technische Dokumente und sowas. Was ist denn das hier für eine komische Feuerprobe? Sag mal, können die mal irgendwas bringen, das... Ich weiß nicht. Fordernd ist? Das ist das letzte DLC. Nicht vergessen, das ist der letzte DLC. Das ist eigentlich das Finale quasi von Fallout 4. Ist ein netter Dungeon, aber wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, sind die ganzen Fallen wirklich kein Problem. Ich könnte theoretisch auch einfach durchrennen. Durch die meisten Fallen. Also wirklich einfach durchrennen und springen oder einfach drüber springen. Bräuchte ich sie nicht entschärfen. Wahrscheinlich hätte ich über das gesamte Labyrinth, bei den ganzen Fusionsgeneratoren, hätte ich wahrscheinlich einfach drüber springen können. Oder irgendwie drüber klettern. Ganz genau, Opfer! Atme die frische Luft ab! Solange du noch kannst! Was ist das denn? Riesige Ameisen! Und Fliegen! Ist ja ekelhaft! Ah, ist das widerlich! Dogmeat, mach mir jetzt nicht schnapp hier. Was haben die denn für eine Schadensresistenz, sag mal? Ich hasse Ameisen. In jedem Spiel sind die immer viel zu stark. Muss ich sogar den Wächter rausholen. Komm schon, Opfer, solange wir noch jung sind. Aha, eine Einsteigertür. So. Mhm. Da geht's raus. Die halten ja mehr aus als Todeskrallen. Cool.
Schlafsack. Könnt ihr mal speichern. Keine schlechte Idee eigentlich. Das ist ja... Also was ist das für ein blöder Kack hier? Von der anderen Seite festgekettet. Natürlich. Wo war's auch sonst? Was war das? Wirklich? Wirklich? Willst du das wirklich tun? Was hast du denn für ein Gesicht, sag mal? Was? Du willst mich? Nein! Alter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe erstatten wir sowieso alle! Verdammt! Wer ist da fast am Ziel? Zeit für einen Auftritt des Publikums! Ja, lernt erstmal zielen kommen. Hey, kannst ja doch zielen, ist ja unglaublich. Ja. Lang hast du nicht mehr. Wohin gehen die? Was zur Hölle ist los mit denen? Was wollen die denn alle? Also klar, die wollen mich tot sehen, aber warum? Also klar, das ist ein Raider, aber merken die denn nicht, dass das sinnlos ist? Du hast keine Chance. Ja, ja, ich habe keine Chance. Was zum Teufel? Ich habe schnellere Packrahmen gesehen als die Stopper. Ich mag diese Waffe. Mal ein Stimpack. Wie? Lang hab ich nicht mehr? Lang hab ich nicht mehr? Wieso? Was passiert denn, wenn ich durch bin? Kommt denn der. Kommt dann ein Behemoth oder was? Das wäre mal eine Herausforderung. Obwohl, eigentlich nicht. Godzilla. Godzilla Kong. Das wäre eine Herausforderung. Tesla-Spule. Ist das ein Skyrim-Bär? Das ist ein Bär aus Skyrim. Interessant. Grüß dich, was? Ja, natürlich, was soll ich sonst machen? Fehlgeschlagen, okay. Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Okay, Coca-Cola, Cola Cars Arena. Moment, da soll ich durch. Na gut. Also aus irgendeinem Grund sind die einfach oben an mir vorbei. Vielleicht sollte das so sein, keine Ahnung. Vielleicht wollen die einfach vorbeilaufen. Okay. Sie war nicht mit mir gefangen. Ich war nicht mit ihnen gefangen, sondern sie mit mir. Einfach warten! Ihr wisst, was dieses Geräusch bedeutet. Schwingt eure Ärsche in die Cola Cars. Der Hauptevent fängt gleich an. Na, großartig. Ich darf gegen einen Typen mit Power Armor kämpfen. Gruselig. Wie viele sind so weit gekommen? Nein. Hast du mich schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Endlich. Schalt jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn... Ist das ein Wortanzug, dass ich nicht lache? Kein Wortbewohner kann es bis hierher geschafft haben. Hier eine kurze Erklärung, wie's läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und
Dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verziere. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Denkst du, du bist toll, weil du so weit gekommen bist? Denk nach. Gut, Gage. Lass ihn durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Ich auch, Kumpel. Ich auch. Es ist gleich soweit. Nach diesem Lauf ist das bestimmt das beste Gewetzel aller Zeiten. Denkt dran, die längste Überlebensdauer gegen Kota beträgt aktuell 1 Minute 37 Sekunden. Was? Das ist ja lächerlich. Das Gewetzel beginnt bald. Wenn ihr zusehen wollt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Gut. Hör verdammt nochmal zu, wenn du da lebend rauskommen willst. Ich hab nur 1 Minute. Geh zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Verschwende keine Zeit. Nieses Abschiedsbrief. Sehr schön, dass es mit A anfängt. Ich habe Klebeband übersehen. Sehr schön, dass es mit A anfängt. Dann ist er ganz oben. An die Arschlöcher, die mich hier drin gefangen haben. Ich mache bei eurem kleinen Spielchen nicht mehr mit. Ich habe eure dumme Feuerprobe absolviert und es bis hierher geschafft, aber das war's. Also keine große Show für euch. Ihr seid wirklich die jämmerlichsten Penner aller Zeiten, wenn ihr euch anguckt, wie ein Typ in aufgeladener Powerrüstung auf jemanden einprügelt, der gar nichts da hat. Nein, danke. Ich puste mir selber das Gehirn raus. Das hat sie bestimmt geärgert. Willst du unbedingt sterben, oder was? Was, wieso? Was willst du denn? Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Was zur Hölle ist das für ein Ort? Wenn du das Ganze überlebst, erkläre ich dir alles. Du willst, dass ich zuhöre? Dann sag's mir jetzt. Na gut, schön. Die Feuerprobe ist das Lieblingsprojekt vom Overboss. Wir locken möglichst viele Leute an. Wie dieser Harvey und seine arme Familie. Alles Gelaber, um dich herzulocken. Er ist ein Raider? Ich helfe keinem mehr. Er ist ein toter Mann, erstklassiger Lügner. Ja. Erstklassiger Lügner. Er hat mich reingelegt. Du kannst dich danach mit ihm treffen, wenn du willst, okay? Aber jetzt musst du mir zuhören. Ich brauch dich eigentlich nicht, oder? Obwohl, aufgeladene Powerrüstung und die Powerrüstung war in so einem komischen Stab. Also da ist bestimmt irgendwas faul. Und warum sollte ich dir vertrauen? Ich denke, das hängt davon ab, wie lieb dir dein Leben ist. Ja? Und was springt für dich dabei raus? Hier geht's nicht nur um meinen Einsatz. Wenn du das schaffst, gewinnen wir beide. Eine Nicht-Antwort. Okay, dann gebe ich auch eine Nicht-Antwort. Ich brauche deine Hilfe nicht. Glaub mir. Du brauchst sie. Ohne mich kommst du hier nicht raus. Sieh mal, du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten, kein einziger Kratzer. Verstehst du? Er ist also ein schummelnder Feigling. Verstanden. Er ist von vorn bis hinten ein Betrüger. Willst du gewinnen? Ich habe eine Waffe in den Spinden versteckt. Hol sie dir. Finde die Waffe. Warum hilft der Typ mir? Muss irgendwas für ihn rausspringen. Also sagt er ja selber, aber was denn? Oh, eine Mini-Nuke. Durstlöscher. Was? Perfekt. Was? Spritzpistole. Ich soll eine Spritzpistole gegen ihn benutzen? Wasser. Du trägst so viel und kannst nicht mehr rennen. Ist hier irgendwo ein Nuke-Werfer? Oh, eine Minigun. Klingon, Psycho.
Ist das eine Wasserpistole? Ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. Ich wollte schon eine Weile haben. So einen wollte ich schon immer haben. Wäre ein tolles Spielzeug für Sean gewesen. Ah, dann ist das dein Glückstag. Glückwunsch. Können wir jetzt weitermachen? Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschuss. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Dir bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Bist du dir da sicher? Absolut. Halt dich bereit, ihn kalt zu machen, wenn er verwundbar ist. Mit einem guten Wasserhaushalt ist der Kampf schon halb gewonnen, oder? Er hat keine Wahl. Gut, es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Juhu! Mit einem guten Wasserhaushalt ist der Kampf halb... Guter Spruch. So. Also. Wir haben eine blöde Wasserspritzpistole. Wir haben Raketen. Wir haben einen Minigun und wir haben die Mini-Nuke. Aber wir haben keine... Ja, das Schöne ist, wir haben hier lauter Munition, aber wir haben keine Waffen für diese Munition. Oder wir haben lauter Waffen, aber keine Munition für diese Waffen. Ja. Hey, aufgepasst. Wie viel kannst du tragen? Ich hoffe viel. Ich hoffe genug. Oh, nicht so viel. Okay. Da geht's nicht durch. Was? Der Strom in der Arena ist 30% niedriger? Oh, weißt du das? Nicht schlecht. Die Waffe brauchst du trotzdem, aber das sollte helfen. Ah, okay. Das wird also geholfen. Okay. Cool. Ich habe einfach nur den Fusionskern gesammelt, weil... Fusionskern. Okay. Wir haben den Mini-Nuke. Wie gesagt, wir haben den Mini-Nuke und wir haben den Minigun. Aber wir haben keine Waffe für diese Minigun und wir haben keinen Werfer für die Mini-Nuke. Durstlöscher. Falsch. Okay, dann kann ich es auch wieder wegwerfen und die neuen Raketen eigentlich auch. So. Okay. Ich meine, oder ist hier irgendwo noch ein Raketenwerfer? Ich sehe keinen. Was ist das denn? Das sieht nicht aus wie Wasser. Das sieht nach was vollkommen anderem aus als Wasser. Und ich will nicht sagen, nach was es aussieht, aber es ist definitiv kein Wasser. Oh nein. Und ich meine keine Spinnenweben. Nein, das ist was anderes. Hey, lass meinen Hund rein. Jünger, seid ihr bereit für das Gemetzel? Und das Rudel. Bereit für die große Show? Unternehmer. Bereit für einen weiteren Kill? Halbherziger Applaus. Und du? Bist du bereit zu sterben? Hä? Was? Fangen wir an. Ich speichere mal ganz kurz.